Für jeden Topf gibt es den passenden Deckel. Wie meinst du das? Du musst ja dir abschminken. Er ist nicht der Richtige für dich. Ich war total verliebt. Er hieß Fadot und war ein richtiger Traumtyp. Wir wollten zusammenziehen und heiraten. Aber mein Vater war dagegen. Er meinte, ich sei zu jung und Fadot sei nicht der Richtige für mich. Okay, und das hast du dir gefallen lassen? Er hat es ja nicht böse gemeint. Er hat sich einfach nur Sorgen gemacht. Deswegen hast du Fahrrad verlassen. Glücklicherweise hatte mein Vater recht. Fahrrad und ich, das hätte auf Dauer nicht funktioniert. Aber wie du siehst, kann die große Liebe später auch noch kommen. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann muss ich erstmal eine kleine Auszeit nehmen. Irgendwo hinfahren, ganz weit weg. Ich habe deinen Vater gebeten, mich danach freizustellen. Vielleicht. Ich bin nicht die Richtige für dich. Das weiß ich. Und du bist nicht der Richtige für mich. Aber wir hatten noch gute Zeit. Ja, das stimmt. Auf uns. Auf die Freiheit. Freunde, ich muss euch etwas sagen. Es mag heute nicht der richtige Zeitpunkt sein, aber es ist eine Überraschung. Jetzt mach's nicht so spannend. Genau, wir werden nicht jünger. Jetzt lass das Mädchen noch mal zu Wort kommen. Als allererstes möchte ich euch danken. Ich bin vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen und wollte Kunst studieren. Wir sind quasi ineinander gerannt, weißt du noch? Ja, klar, vor dem Hauptbahnhof. Und ich hab so wahnsinnig viel gelernt seitdem. Unter anderem das Kellnern. Ich habe von Anfang an gewusst, dass du genau die Richtige für meinen Laden bist. Genau, obwohl ich Kölsch und Pils ständig verwechselt habe. Jetzt arbeitest du hier. Ich kann nur sagen, Jod ist Jellinge, Mädchen. Et solder Jod Jellinge. Oder so. Ja, beruflich habe ich mich dann, nimm es nicht persönlich, Vincent, steigern dürfen. In der Anfangszeit ja eher weniger. Aber auch damals hast du mich erfreulicherweise eines Besseren belehrt. Sag mir mal so, ich habe dich letztendlich überzeugt. Die Auswahl unserer Mitbewohner war teilweise sehr unglücklich. Ja, meine beste Freundin und mein bester Freund sind ein Paar. Eine doofe Konstellation, sage ich euch. Naja, du hast mir ja auch meinen Freund ausgespannt, hm? Sag mal. Und die Schlagfertigkeit hat sie von Ihnen, Frau Schiefer. Nora. Dann Nora. Ich habe dich, Joe, kennen und lieben gelernt. Und dich damit am meisten verletzt. Es waren turbulente Zeiten für mich und ich merke jetzt einfach, dass ich Zeit brauche, um mich und mein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und deswegen habe ich entschieden, ich gehe zurück nach Brasilien.